Hallo und ciao bei Glücklich TV. Dieser Wochenrückblick handelt zum großen Teil überwiegend. Überwiegend um unsere Aktivitäten im Gumpfüber. Nämlich das erste ist, nämlich wir sind über einen Bach gegangen, der hier vorne vor der Tür ist. Ja, und das fand ich toll, weil man über Steine gehen ist ja, die Wand lädt sich und das ist mein Glücklichmacher. Schön, also mein Glücklichmacher war hier jetzt. Wir haben uns ja in die Natur sind wir jetzt gefahren und dann waren abends hier Glühwürmchen. Dann sind wir dann nochmal da lang gelaufen, spazieren gegangen, waren ja viele Glühwürmchen. Und das Lustige war, eins saß da, es hat schon geschlafen und haben wir einmal die Taschenlampe angemacht und hat man so richtig gesehen, so ein ganz kleiner glühender Punkt. Und das hat mich glücklich gemacht, weil ich habe, also Glühwürmchen sind ja recht selten, besonders in der Stadt sieht man die eigentlich nie. Und deswegen fand ich das toll, das auch mal gesehen zu haben und erlebt zu haben. Und das hat mich diese Woche sehr glücklich gemacht. Und apropos Dunkelheit. Wir haben, als wir hier angekommen sind, nach einem spannenden Tag, wo wir viel kennengelernt haben, haben wir uns hierher gesetzt und haben noch bis in die Nacht, bis es ganz dunkel wurde, gegrillt. Und das war ein richtig tolles Erlebnis, ganz alleine hier draußen in der Natur und einfach zusammen gemütlich sitzen, das war mein Glücklichmacher diese Woche. Ja, und mein Glücklichmacher, also einer meiner Glücklichmacher war selbstverständlich das Weiterkommen der deutschen Mannschaft. Ihr habt es ja in einem der vorhergehenden Rückblicke gesehen. Wir alle vier waren auf dem falschen Dampfer und haben auf Spanien getippt als Europameister. Hat einfach voll den Grund, wenn zwei spanische Mannschaften im Champions-League-Finale stehen, dann spricht das nicht so unbedingt gegen den spanischen Fußball. Und da haben wir gedacht, vielleicht kommen die da auch ganz weit. Obwohl natürlich unser Herz für die deutsche Mannschaft schlägt. Haben wir aber, glaube ich, bei dem Wochenrückblick auch gesagt. Wir hoffen es nicht, aber wir glauben. Und von daher, das Weiterkommen der deutschen Mannschaft, super gut. Und jetzt am Samstag wird hoffentlich der nächste Schritt gemacht. Und dann ist das auch einer der ganz tollen Glücklichmacher. Was aber noch, wolltest du was sagen? Nämlich noch ein weiterer Glücklichmacher von mir, dass ich so eine Einschulung zur neuen Schule hatte und so einen Schnuppertag. Und das war auch ein Glücklichmacher von mir. Das war toll, ne? Ja. Und die Kinder okay? Ja. Ja, super. Ja, das ist eine schöne Überleitung zu dem Thema. Also Thema Gumpfelbach ist ganz groß bei uns momentan. Ihr seht uns hier auch in einer Behausung, die echt spannend ist. Und zu dieser Behausung machen wir einen separaten Film. Den seht ihr in den nächsten Tagen auf dem Kanal, weil das wäre zu schade, das hier in so einem kurzen Wochenrückblick zu verbraten. Das ist echt eine tolle Geschichte hier. Wir haben uns in die Natur begeben und sind weit ab, hätte ich beinahe gesagt, von der Zivilisation. Nein, so schlimm ist es nicht. Also Strom und Wasser in der Nähe haben wir. Aber wir sind doch schon ziemlich weit draußen. Hier seitlich fließt ein Bach vorbei, sind Steine drin und die Kinder sind dann da, haben sich quasi selber eine Brücke gebaut, um über den Bach zu kommen. Eine tolle Sache, die wir so in der Stadt sehr selten bisher gemacht haben. Auch das Thema, eine große Feuerstelle hier vor dieser Behausung zu haben und zu versuchen, Feuer zu machen, was leider kläglich gescheitert ist, weil das Holz einfach nass war. Es hat ein paar Tage geregnet und da kann man eben mit nassem Holz sehr schwer Feuer machen. Zum Glück haben wir aber einen Elektrogrill dabei gehabt und haben dann eben unsere vegetarischen Würstchen und alles, was wir so... Maiskolben, alles das, was wir so essen wollten, eben hier dann gegrillt. Ja, wenn man hier unterwegs ist dann abends, dann ist es dunkel. Dann ist es richtig dunkel. Und auch das ist so eine Sache. Dann war ein Stern oben am Himmel und den hast du total deutlich gesehen, weil du eben keine andere Beleuchtung in der Nähe hattest. Wir haben es auch bewusst ein bisschen dunkler gehalten, weil wir dann eben auch nicht so die Mücken anziehen etc. Ihr kennt das. Ja, was rede ich so lange? In der Natur sein, ohne WLAN sein, mal einen Tag, okay, ansonsten bin ich auch der WLAN-Junkie, aber mal einen Tag eben hier Fußballbilder sortieren, die schon seit 3 Wochen bei uns in der Wohnung liegen, andere Dinge machen, die man sonst zu denen man nicht kommt, weil man eben abgelenkt ist. Das war toll, das war super. Und von daher eine tolle Woche wieder. Und wir haben Leute kennengelernt, vielleicht das noch abschließend hier, wo du gerade schon die neue Schule erwähnt hast. Die sind einfach nett. Die sind super nett. Die kommen auf dich zu. Die sind offen. Die sind
ja, mit denen brauchst du nicht lange warm werden. Ja? Die stehst denen gegenüber und die sind nett. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung gewesen. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt. Das war lustig. Auf einmal kamen die zu uns und haben gesagt, willkommen in Gumpfelbach. Und wir waren direkt mit aufgenommen. Das war total toll. Ja, genau. Klar, als Stadtmaus hat man natürlich den Landmäusen, um jetzt mal bei dieser Geschichte zu bleiben, die ich momentan so sehr mir so sehr intensiv angucke, da hat man natürlich einiges zu erzählen. Auf der anderen Seite hat man auch einiges zu fragen, weil man natürlich von der Region hier auch nicht so viel weiß. Aber es steht uns eine sehr spannende Phase bevor, ein sehr spannendes Abenteuer. Und ja, ihr merkt es vielleicht am Strahlen, die Woche war toll, sie hat uns glücklich gemacht. Und wir wünschen euch natürlich das Gleiche, dass ihr ähnlich glückliche Wochen hattet und glückliche Wochen vor euch habt. Und wenn ihr weiter verfolgen wollt, was wir so erleben, wir sind gerne auf dem Kanal für euch da. Ja, und bald auch eine eigene App. So ist es, ja genau. Die muss dann noch fertig werden, aber das liegt jetzt nicht mehr an uns, sondern eben an Apple. An Apple, genau. Ja. Ja, euch auch eine schöne nächste glückliche, also auch eine schöne Woche nächste Woche. Und die hoffentlich glücklich wird, macht was raus. Genau, und nicht verpassen hier unseren Film über dieses wunderbare Gebilde. Und jetzt an dieser Stelle, tschüss und ciao bei Glücklich TV. Thank you.